Ja, herzlich willkommen bei Experts for Training. Neben mir steht Dr. Jürgen Fritsche. Er ist ehemaliger mehrfacher Karate-Weltmeister und der aktuelle Athletiktrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft. Mir gegenüber steht Professor Dr. Kreuz. Er ist Experte für Gelenke und Spezialist für regenerative Knorpelchirurgie. Wir werden Ihnen heute Übungen zeigen, wie man die Gelenke fit hält und eine optimale Prophylaxe gegenüber den häufigsten Krankheitsbildern schafft. Los geht's! Bei dem folgenden Übungskomplex können Sie gezielt Entzündungen und Belastungserscheinungen der langen Bizepssehne vorbeugen. Schauen wir uns das in diesem Schultermodell an. Die Sehne des langen Bizepsmuskels sehen Sie hier. Sie ist die einzige Sehne, die durch das Schultergelenk verläuft. Dann zieht sie in einem Winkel von 90 Grad um den Oberarmkopf herum. Damit sie dabei in Position gehalten wird, verläuft sie in einer Rinne, dem sogenannten Sulcus intertubercularis. Und da häufig die Scherkräfte auch relativ groß sind, wird sie zusätzlich von einer ringförmigen Bandstruktur, die ich hier mit diesem roten Tape markiert habe, umgeben. Das Problem ist, wenn jetzt chronische Entzündungen oder Überlastungserscheinungen auftreten, dann kann es zu einer Entzündung und Aufweitung von diesem Pulley, von dieser ringförmigen Bandstruktur kommen. Im Extremfall sind die Scherkräfte sogar so groß, dass das Pulley zerreißt und die Sehne springt dann, Sie sehen das hier, wenn das Pulley zerreißt, aus dieser Rinne, dem Sulcus intertubercularis, nach innen heraus. Das Problem ist zusätzlich, dass die lange Bizepssehne die Nachbarsehne, die sogenannte Subscapularis-Sehne, auch schädigen kann. Die Beschwerden, die dabei auftreten, strahlen dabei typischerweise entlang des Oberarms bis zum Ellenbogen im Bereich der vorderen Seite aus. Und wie Sie diesen Problemen am besten vorbeugen können, das zeigen wir Ihnen jetzt. Wir kommen jetzt zum Dehnen der langen Bizepssehne. Wir nehmen beide Arme gestreckt nach vorne, die Daumen zeigen zur Decke und drehen dann die Hände so weit, bis die Daumen Richtung Boden zeigen. Dabei passen wir wieder auf, dass die Schultern gesenkt sind und wiederholen das. Wir können dazu den Arm nehmen, bis nach hinten führen, in der Seitansicht passiv, einfach den Arm bis nach hinten führen, Oberkörper ist gerade, Schulter ist wieder gesenkt und wir drehen den Daumen im Verlauf so, dass er nach hinten zeigt. Eine aktive Variante wäre es, wir nehmen wieder unser Gummiseil zur Hilfe, halten das fest und drehen während der Bewegung den Daumen wieder nach hinten. Halten das, drehen nach hinten, kräftigen